So, und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Stream. An dieser Musik, die im Hintergrund läuft, die ihr gerade noch ein bisschen lauter gehört habt, erkennt man immer, es ist wieder Gamescom. Jo, willkommen zur Gamescom-Woche. Juhu. Wir starten heute die Gamescom-Woche mit einem kleinen Warm-Up-Stream. Ich weiß, euch ist schon verdammt heiß, aber wir machen trotzdem ein kleines Warm-Up. Ein bisschen. Die Musik hat euch schon ein bisschen aufgeheizt. Hoffentlich. Eine schöne Playlist. Retro und auch neuen Games. Soundtracks. Ja. Großartig. Es ist wieder Gamescom-Woche. Wir feiern eine Woche lang Gaming in der Gamescom-Woche. Ab Mittwoch mit vielen, hoffentlich vielen Demos und Trailern und Spaziergängen durch die Online-Arena. Mal schauen, ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird. Ist erst ab Mittwoch verfügbar, wahrscheinlich. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Demos, von was es Demos geben wird. Wir werden uns überraschen lassen. Bisher gab es die Jahre immer irgendwie auf der Indie Arena. Den Song hatten wir heute schon. ja. Wo war ich? Bisher gab es immer, die letzten Jahre gab es immer Gamescom. Auf der Indie Arena Booth Online gab es immer Demo-Versionen zu spielen. Mal schauen, wie dieses Jahr ist. Ja, dieses Jahr bin ich wieder dazu verdammt, zu Hause bleiben zu müssen. Ich muss arbeiten. Deswegen werde ich nicht nach Köln fahren können. Nächstes Jahr vielleicht, mal schauen. Dieses Jahr gibt es wieder volles Programm, die ganze Woche lang. Ich muss wahnsinnig sein. Ich bin wahnsinnig, dass ich jedem bekannt habe. Diesen Streamplan aufgestellt zu haben, dass ich weiß nicht, was in mir mich gefahren ist, aber ja. So sieht's aus. Heute gibt's erstmal Summer and Mara. Morgen gibt's Reaction mit Modi auf die Opening Night Live. Wie jedes Jahr, das Highlight des Jahres. Und am Mittwoch, wie schon gesagt, Demos. Games und Demos. Let's Tests und Trailer. Und viel, viel Gamescom-Spaß. So, die Musik hört auf. Wir spielen dann mal Summer Mama. Ein großartiges Spiel habe ich. Wann habe ich das gespielt? Ich würde behaupten, 2019? Ich glaube 2019 war das, wo ich das Let's Play auf YouTube gespielt habe. Gestreamt habe ich damals noch nicht. Ich glaube, das habe ich eine Aufnahme gemacht. Dieses Soundtrack wollte ich den an. Das ist großartig. Ich hoffe, ihr könnt ihn überhaupt hören. Mach mal einen Soundcheck. Nicht, dass ihr den ganzen Stream lang stummen. Das klingt großartig. Und der Soundtrack klingt auch großartig. Ja. Ich würde mal sagen, wir können jetzt auch noch im Startspiel noch ein bisschen sitzen und die Musik genießen. Aber ich klicke mal auf Start und starte dieses wunderschöne Sommerabenteuer. Auf geht's. Mit Qua. Ein Schiffsabenteuer erleben. Da sind wir. Wow.
die Musik ist nicht zu leise. Eben war sie ziemlich laut. Gut, da stehen die kleine Kua. Und reden wir mit ihr hier. Ja, Haku. Kua, bring mir, warum ich dich gebeten habe. Warum hast du mich gebeten? Karotten? Sollen die ernten? Aha. Ich kann nicht ernten. Auch etwas, um diese Truhe zu öffnen. Warum hast du mich gebeten? Bleib 5 Minuten. Das sind Orangen. Glaube ich. Steht den Blütenstall. Hier hast du die schönen Orangen, die schönsten Orangen der Insel. Ich danke dir sehr. Dieser Saft ist köstlich. Ich fühle mich voller Energie. Es freut mich zu hören. Vergiss nicht, Koa. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Jetzt müssen wir ein neues Ackerfeld vorbereiten. Gut, ich schaue dir von hier aus zu. Oh nein, nein. Du bist doch schon ein großes Kind. Du kannst das. Das kannst du auch selber. Nimm dir eine Hacke und bereite das Feld vor. Danach kannst du diese Karottensamen anpflanzen. Zum Schluss musst du noch Wasser aus dem Brunnen holen und die neu gepflanzten Samen gießen. Du musst danach duschen gehen. Und die schmutzig machst, ja. Ja. Es bleibt doch immer etwas Schmutziges an mir. Du hast ein neues Rezept. Orangensaft und Hacke. Bereite mit der Hacke ein Ackerfeld vor, um Karotten anzupflanzen. Finde die Hacke aus, um mit dem Boden zu interagieren. Okay, wie tun wir das? Ah, hier. Ja, Rippensamen. Hurra. Oh, schade. Keine Samen mehr. Ich würde dir die Aufgaben nicht geben, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass du sie schaffen kannst. Die sind doch schon fertig. Fälle sehen nach der Aussaat so toll aus. Nix. Aber eine bessere Hacke. Das haben wir bis zum Ende nicht geschafft. Mr. Space. Ein bisschen Kamera. Es ist fertig, Madame. Gut, jetzt brauchen wir etwas Feuerholz. Ich habe aber leider meine alte Axt verloren. Wir müssen wohl eine neue anfertigen. Kann ich das machen? Aber sicher, warum nicht? Brauchst nur einen Stein und ein bisschen Holz. Toll, da habe ich meine eigene Axt. Wir werden sehen. Hier, nimm die Materialien. Geh ins Haus und bau dir in der Werkstatt eine Axt. Da treffen wir uns am alten Baum. Juhu, ich darf eine Axt bauen. Da können wir irgendwie ein Schnuckel noch gar nicht machen.
Werkzeug. Ich muss mit dieser Axt vorsichtig sein. Sie ist sehr scharf. Und zack. Hütchen geköpft. Erstmal ein bisschen ernten gehen. Schade. Dann gehen wir mal zu ihr. Ja, schau dir die Axt an. Du hast gerade die Hacke in der Hand. Gut, als nächstes müssen wir diesen Baum fällen. Oh, der Baum tut mir leid. Mir tut er auch leid. Wenn wir der Natur etwas nehmen, müssen wir ihr auch etwas zurückgeben. Wir leben in Mara. Der große Ozean, der uns umgibt, ist voller Leben. Wenn wir die Natur für uns nutzen, ist es auch unsere Pflicht, sie für die Dinge zu entschädigen, die wir uns genommen haben. Wir sind Teil des Kreislaufs. Kuma, nichts von dem, was du siehst, gehört dir. Mara hat es uns geliehen. Das gefällt mir. Soll ich den Baum jetzt fällen? Was sagt man? Danke, lieber Baum. Nimm einen Samen. Wenn du mit dem Baum gefällt hast, pflanze den Samen irgendwo auf der Insel ein. Das ist ein fairer Tausch. Wir wollen die Übersetzung für den Amt behoben. Plus. Fällt der Baum einfach weg. Und den Baum hier drüben vom Haus pflanzen. Und wer ist denn damit? Oh je, das wird ein Game-Breaking-Ding. Richtig. Und einfach hier mitten auf dem Feld gefunden. Guck mal, ich habe kein Essen für dich. Ja, einfach mitten auf dem Weg gepflanzt. Jo, können wir später wieder fällen. Der Baum ist jetzt angepflanzt. Ich hoffe, der wird richtig groß. Wenn du dich gut um ihn kümmerst, wird er bestimmt riesengroß. Ich werde ihn jeden Tag gießen, ja. Also gut, Korn. Möchtest du ein neues Rezept lernen? Wir machen heute Orangenmarmelade. Das Rezept ist sehr einfach. Geh nach Hause in die Küche und bereite sie zu. Du hast ein neues Rezept zur Orangenmarmelade. Bereite im Haus Marmelade zu. Hol ich mir noch ein paar Orangen. Ich weiß, ich erinnere mich noch dunkel. Ich glaube, irgendwann gab es da Rohstoffmangel. Und dann hat man auch dringend was gebraucht. Dann mussten man die Bäume fällen, um irgendwelche Sachen dran zu kommen. Aber irgendein Punkt für das Spiel, wo das Spiel sehr frustrierend ist. Küche, Orangensaft. Ah, drei Orangen brauchen wir dafür. Was? Nein, warte. Orangenmarmelade brauchen auch drei Orangen. Dann hol ich mir noch eine dritte.
Ach, hier war der, dieser Tempel. Ja, er hat gesagt, dass es in dieser Höhle früher Fledermäuse gab. Jetzt sind sie weg. Einen besseren Hammer. Ich habe überhaupt keinen Hammer. So, Küche, Orangen-Marmelade. Die Marmelade ist lecker. Ich werde Jaja etwas davon bringen. Na, wo sind die? Ach, da unten. Jaja, probier mal die Marmelade. Oh, gibt es Fisch zum Abendessen? Das kommt darauf an, ob sie anbeißen oder nicht. Wir werden sehen. Hast du Lust, leckeren Fisch zu kochen? Dann hör gut zu. Ich gebe dir das Rezept. Du brauchst einen frischen Rotflossenwels. Dann schneidest du ein paar Karotten. Warum kommen nie Piraten hier vorbei? Dann fügen wir... warum kommen nie Piraten hier vorbei? Bitte? Hast du mir zugehört? Ich kann sie vom Berg aus sehen. Sie bleiben immer weit weg und kommen nie hierher. Vielleicht, weil es hier nichts Interessantes für sie gibt. Unsere Insel ist winzig. Aber wir haben das Tor und die Quelle, Nio und Nao. Unsere Insel ist wunderschön. Ja, stimmt, aber wir pflegen die Insel ja nicht für andere. Wir pflegen sie, weil es wichtig ist, sich um sie zu kümmern. Auch wenn ich manchmal weggehe, komme ich immer wieder zurück. Wegen dir und unserem Haus. Und selbst wenn ich einmal weg bin, kann ich nicht aufhören, an die Insel zu denken. Unser Zuhause ist ein Spiegelbild dafür, wie wir über uns selbst denken. Wir müssen uns doch selbst gern haben, nicht wahr? Das stimmt. Nun, worüber haben wir geredet? Übers Abendessen. Ach ja, aber wo war ich stehen geblieben? Es ist nicht so wichtig. Es wird langsam spät, Kuma. Ich brauche Treibstoff für das Boot. Füll den Tank und bringe ihn zum Anlegeplatz. Natürlich, Madame hat ein alter Tank. Harzschwimmer. Den Wurm. Liebeszorgeln, aber zuerst muss ich die Angelroute herstellen. Tanken wir mal auf. Können wir wohl noch nicht drauf. Also diese Aufgabe nicht geben, wenn ich davon überzeugt wäre, ja. Wie machen wir es denn jetzt? Gibt es da einen Questlock oder so? Gibt es dann geringe Kapazität? Den Harzschimmer. Etwas um die Truhe zu öffnen. Oh.
Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Meine Herstellung kann ich noch nicht. Soll ich nicht das Boot mit dem Tank füllen oder? Und toll, eine Eilverwandt. Ah, vielleicht beim Schreiben dort drüben, vielleicht können wir es dort auffüllen. War das so? Ja, genau. Ich habe den Tank aufgefüllt. Dann müssen wir auch immer zu solchen Schreien, um den Tank des Boots aufzufüllen später. Jetzt sind wir mehrere Kopfstoß. Ich sehe schon die Abbauung. Und pass auf dich auf, ja, ja. Weißt du noch, worum ich dich gebeten hatte? Wonach hast du mich gefragt? Schokolade. Wenn du hier bleiben willst, kann ich das Boot nehmen und welche kaufen. In ein paar Jahren kannst du mich vielleicht in die Stadt begleiten. Das Meer ist sehr gefährlich. Versuche nie allein mit dem Boot hinauszufahren. Spoiler, wir werden allein mit dem Boot hinausfahren. Und was ist mit dir? Naja, also schön. Ich erlaube dir, allein zu fahren. Wir gehen angeln währenddessen. Ich werde Jaja ein Abendessen kochen und sie überraschen. Dann probiere ich ein leckeres Fischrezept aus. Mal sehen, erstmal muss ich einen Rotflossenwels in den Teich fangen. Wer hat ihre Angel mitgenommen? Ich mache mir in der Werkstatt einfach eine eigene. Ich brauche nur ein paar Materialien. Höhlenstab, Angeldings. Haken. Okay, gucken wir mal, was wir brauchen, dann besorgen wir das. So läuft das hier. Ach, die haben wir schon gefüttert. Holzstab können wir bauen. Jetzt habe ich eine Angel. Ich sollte direkt im Teich ausprobieren. War noch gleich das Rezept. Fisch, ein paar Karotten. Beim Rest habe ich nicht zugehört. Naja, wird auch, wie auch immer, zwischenreichen. Leckerer Fisch. Ein Fisch. Zwei Karotten haben wir schon. Okay, dann gehen wir mal angeln. Mit der Axt in der Hand rennen. Ah, nö. Sehr schön. Oh je. Gut, was denn das? Hurra. Dann machen wir mal Fisch. Wie leckere Fisch. Auf den Tisch kommt der Fisch. Wirklich süß. Gott. Ich hoffe, dass es wenigstens essbar ist. Oh nein. Wenn es zu dunkel wird, findet Jaja nicht mehr zurück. Ich muss das Feuer auf dem Berggipfel anzünden, damit sie den Weg findet. Ich brauche nur eine Fackel. Es ist einfach. Jaja hat mir beigebracht, wie man eine macht. Ich glaube, ein bisschen Holz ist.
Deine Fackel, ja. Geh doch nicht raus. Fackel, da brauche ich Holz. Eins Holz. Müssen wir nicht weit gehen. Können wir gleich einen roten Stein einpflanzen. Können wir nicht. Tja, ich dachte, wir hätten den eingesammelt. Eine Schokolade einpflanzen, wächst daraus bestimmt eine neue Schokolade. Bestimmt. Achso, ich wollte hier Fackel. Fackel. Ja. Self-Host am. Self-Host extrem. Gut, die Fackel ist fertig. Ich muss vorsichtig sein, Feuer ist gefährlich. Ah, es wird dunkel. Es ist Zeit, das Feuer auf dem Berg anzuzünden. Gut, dass ich daran gedacht habe. Du bist so gewissenhaft, Koa. Schläft. Okay. Wo kriegen wir Feuer her? Da unten. Bin sicher, dass ich die Spitze erreichen kann und ich wirklich schnell renne. Aber wir können hier eine Fackel entzünden. Ja. So ein Bild dazu machen. Nein, von 1 bis ganz von unten bis zur Spitze. Ist ein bisschen weit. Ich glaube, ich kann Jaja von mir aus sehen. Bin froh, dass sie sicher angekommen ist. Ich hoffe, sie hat mir meine Schokolade mitgebracht. Nao und Nio reden nicht viel, aber sie schicken mich auch nicht weg. Aha, das sind beide Steinchen hier. Erstmal ein bisschen Ausschau halten. Hof gucken. So, runter geht's. Oh Mann. Wollen wir sie mal begrüßen, die Jaja. Hey, hast du mir Schokolade mitgebracht? Die habe ich vergessen. Wie schade, Jaja. Hätte ich das gewusst, hätte ich kein Abendessen gekocht. Hast du Abendessen gekocht? Ja, das Fischrezept, das du so gerne und das du so gerne machst. Es ist nicht sehr gut geworden. Es hat mich nicht besonders inspiriert. Das ist schon in Ordnung. Tut mir leid, Jaja. Keine Sorge, Koa. Es war dein erster Versuch, das ist normal. Talent muss gefördert werden. Übung macht den Meister. Fürchte dich niemals davor zu scheitern oder falsch zu liegen. Mach einfach morgen wieder Abendessen, dann übermorgen und dann übermorgen. Bis alles klappt. Lauf niemals vor deinen Fehlern davon. Es klingt nach der Überredung dazu, dass ich mich darum kümmern soll jetzt. Bis zum Ende. Nächstes Mal mache ich es besser. Genau. Komme zum Tor der Wächter. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Und nimm zuerst diesen Schlüssel. Hol mir die Kristallkugel aus meiner Truhe. Aus deiner Truhe? Ja. Du hast mir noch nie erlaubt, in deine Truhe zu schauen. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir treffen uns am Tor. Nimm die Kristalle aus der Truhe von Jaja Haku.
Na dann. Hier ist der Kristall. Diese Truhe ist voll mit Kleinigkeiten von mir. Und eine Menge Briefe und Papier. Marco bewahrt alles auf, aber nichts Wertvolles. Ich werde Jaja den Kristall bringen. Geh zum Tor der Wächter. Oh, schöne Lampe, Jungs. Was würdest du mir sagen, Jaja? Erinnerst du dich an die Geschichte über die Wächter? Ja, sie beschützen das Meer und das Tor. Genau. Wenn auch immer die Insel einer Bedrohung ausgesetzt war, versammelten sie sich hier und öffnet sich das Tor irgendwann wieder? Nur wenn Mara in großer Gefahr ist. Sie wird sich öffnen, wenn die vier Kristalle hier eingesetzt werden. Wie vier Schlüssel. Ich wünschte, ich könnte sehen, was sich hinter ihr verbirgt. Jetzt ist dafür nicht der richtige Augenblick. Was ist mit den Wächtern geschehen? Sie sind nach und nach verschwunden. Nur wenige begriffen ihr Werk. Das ist traurig. Ich glaube, dass die Welt durch die Zusammenarbeit zwischen den Leuten angetrieben wird. Siehst du die Spirale auf dem Tor? Die Punkte sind voneinander getrennt und die Spirale verbindet sie alle. Der Wind von Mara. Stimmt. So wie wenn du mich um etwas bittest und ich dir helfe. Ja, auch wenn du immer beklagst. Naja, ich würde am liebsten nichts tun. Liegst du denn nicht gern einfach im Gras? Natürlich, werde nicht. Es ist jedoch sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Wenn einer dieser Punkte verschwindet, würde alles zusammenbrechen. Qua, du musst anderen helfen, immer. Wie? Wenn du ihnen gibst, was sie brauchen, oder einen Samen entpflanzt. Jede Tat, so klein sie auch erscheint, kann anderen nützen. Müssen wir allen helfen, selbst wenn sie gemein sind? Es gibt gemeine Leute, die verloren sind und Hilfe brauchen. Aber es gibt auch Leute, die wirklich gemein sind. Wie kann ich den Unterschied erkennen? Das erkennst du, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lade sie zum Essen ein. Das sagst du oft, ja. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Das stimmt auch, Cora. Vergiss das nicht. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Jetzt schon, der Tag ging wirklich schnell vorbei. Gute Nacht, kleine Richterin. Geh zurück nach Hause und schlafen. Schlafenszeit. Wir müssen noch eine Orangen-Limo. Hochspringen. Wow. Sehr hoch. Noch einen Orangensaft trinken. Und dann gehen wir mal schlafen.
Summer in Bar. Was ein schönes Intro. Nichts. Nicht ein einziges Piratenschiff in Sicht. Und ich bin am Verhungern. Ich werde mir einen Brombeersaft zum Frühstück machen. Ich hoffe, die sind schon reif genug für die Ernte. Okay, Brombeeren. Wo finden wir die? Ah, hier. Das reicht. Ich glaube, ich erinnere mich an das Rezept, das Jaja mir beigebracht hat. Ich muss nur die Beeren zerdrücken und das war's. Brombeersaft. Das schmeckt gut, aber ich habe in letzter Zeit nur Wildfrüchte gegessen. Ich sollte die Felder bepflanzen oder ein Nickerchen machen. Nein, Moment. Ich muss die Felder vorbereiten und bepflanzen und ernten. Uff, Arbeit ist anstrengend. Und das Gericht. Gegrillter Fisch. Oha. Das wird mir mal angegeben. Ich habe die Felder nicht gegossen. Boah, schäme mich. Ich sollte einen neuen Brunnen bauen, aber ich bräuchte dafür einen Hammer. Vielleicht kann ich mit der Axt Materialien aus dem alten kaputten Brunnen gewinnen. Ich erinnere mich nicht, wo ich den Hammer zuletzt hingelegt habe. Vielleicht kann ich einen neuen bauen. Oh, ein Hammer. Ja, Verzeihung. Gut, mit dem Hammer kann ich Dinge bauen. Steine für neue Materialien zertrümmern. Ich brauche noch etwas. Ah, jetzt weiß ich es. Ein Eimer. Ich muss einen Eimer für die neuen Brunnen herstellen. Ich werde mehr Materialien sammeln. Ein Eimer. Nachdem ich den Eimer hergestellt habe, das hat Jaja noch gesagt, ein Brunnen zu bauen ist ganz einfach. Ein Loch im Boden, Holz und Steine. Ich finde das gar nicht so einfach. Ich werde Holz von einigen Bäumen sammeln müssen. Mit dem Hammer kann ich die Steine in der Höhle zertrümmern. Ich bin wirklich geschickt. Ja.
Oha, Schildkrötenrucksack. Wir sollten hier weiter bauen. Bewässern können wir später auch noch. Okay, ich glaube, wir können bisher nur vier Stück anbauen. Diese frechen Schweinchen sind eines Tages weggeschwommen. Ich vermisse sie so sehr. Das sind Meerschweinchen. Sie haben sich zu Meerschweinchen entwickelt. Zertrennen. Ja, auch das Eisen, was da drin ist. Ah ja. Ups. Oha, das Schiff. Was ist denn damit los? Brauche ich noch mehr? Wie baue ich denn? Brunnenanleitung habe ich noch gar nicht. Was ist denn hier los? Steg ist auch mehr versunken. Ich habe keinen Köder, um hier zu fischen. Jetzt hast du einen. Yay. Hier gibt es nur die eine Sorte Fisch. Kann ich hier angeln? Jetzt wird mal was essen. Ja, er hat mir erzählt, wie sie mit seiner Freundin immer Muscheln gesammelt hat. Was ist los mit Jaja? Okay, den Fisch haben wir gebraucht. Muschel gesammelt. Für die aktuelle Quest immer aus den Augen. Einen Brunnen bauen selber. Aber wie?
Brunnen bauen, Brunnen bauen. Kann man Fischspieß machen. Auch schön, aber mit Brunnenbaum, ja. Tja. Spiel. Machen wir das. Das Zeug abgebaut. Und was nun? Boah, Bretter, Nägel. Wir müssen nur noch einen Brunnen hinbauen können. Wie machen wir das? How to Brunnen bauen. Ich komme da gerade nicht drauf, ich stehe auf dem Schlauch. Ja. Brunnen bauen, Brunnen bauen. Brunnen bauen. Zimmer Komplettlösung. Sonst muss ich mal mein eigenes Let's Play nachgucken. Das habe ich ja, da habe ich es ja eigentlich schon mal gemacht. Müsste ich mich mal von mir selbst. Das ist schon eine Weile her. So eine richtig gute Komplettlösung gibt es hier leider nicht.
Merkwürdigerweise. Oh, es wird Abend. Jetzt finde ich mein eigenes Display nicht. Da ist schon Brunnen. I don't understand. How to burn. Bauen? Bauen? Ach, gekommen. Wenn wir Hammer ausgerüstet haben, das ist der Saft noch. Okay, 8 Holz brauchen wir dafür noch. Und die ganze Zeit den blöden Hammer nicht ausgerüstet. Daran nach's. Ach du Scheiße, müssen wir alle Bäume an der Insel fällen. Oder was? 2 Holz haben wir jetzt hier. Wir kriegen auch keine Samen mehr. Und irgendwie schon, aber... Tja, sind sie bald leer. Können wir später neue Samen... noch Harz. Können wir später mehr Samen kaufen. Okay, jetzt haben wir 8. Den haben wir. Da haben wir den Brunnen. Weil es geht. Danke, lieber Berg. Danke, lieber Baum. Ich hoffe, euch gefällt dieser Brunnen, den ich angefertigt habe. Nun gieße ich alles. Dieses Teil gefällt mir am besten. Total blöd, den Brunnen zu stellen. Ist eine Menge Arbeit, was lohnt sich. Fragt mich, ob es noch andere Inseln wie meine gibt. Wünschte, ich könnte sie besuchen. Und die Quelle liefert gerade keinen Treibstoff. Das Boot ist immer noch kaputt. Egal, ich gehe an den Strand und sammle ein paar Muscheln, die mir den von Wellenmaß geschenkt. Und sammle 3 Muscheln. Reicht doch schon erfüllt. Bleiben wir länger wach. Haben wir noch mehr Muscheln? Diese hier sind wunderschön, perfekt zum Dekorieren. Ja, liebt er sie immer. Was für ein anstrengender Tag.
Meine Möwen hatten mir wenigstens helfen können. Möwen sind faul. Müssen wir noch mehr sammeln? Tintenfisch angeln. Oha. Ich habe keine Schnur für meine Angelrute. Schnur gerissen. Decken. So merkwürdig. Und dann war, glaube ich, irgendwann einfach eine Mine gebaut. Weil ich später mit Play. Und dann mehr Metall. Du hast erschöpft. Game over. Was ist da dort am Strand? Vielleicht ein Schiff? Geh zum Strand und finde raus, was mit den Helden nicht auf sich hat. Schwierig, wenn ich hier am Verhungern bin. Okay, können wir vielleicht damit was. Das dürfte doch vielleicht reichen zum Strand. Das mysteriöse Leuchten. Schön, sehr auf es zu. Ist immer eine gute Idee. Oh, was für ein schönes Licht. Komm nicht, Lein, komm her zu mir. Hab keine Angst. Hast du dich verirrt? Kann ich dir helfen? Komm nur, sei nicht schüchtern. Es ist weg. Oh. Fetinio und Naro wissen etwas über das Licht, das ich letzte Nacht gesehen habe. Von da oben sehen sie alles. Allerdings sollte ich ihnen etwas zu essen bringen. Ich sollte einige Orangen reichen. Und eine Opfergabe. Können wir die nicht ernten? Orangen. Ah, wir sind wieder voll aufgeladen. Ich verstehe immer nicht, wie die Hühner am Hühnerstall gelernt haben zu fliegen. Ich nehme Orangen mit. Nicht welche kriegen kann. Teeblätter oder was?
brauche etwas, das ich als Opfergabe benutzen kann. Ich habe doch Orangen. Ich brauche noch eine dritte Orange. Und wenn nehme ich die. Ich nicht essen sollen. Da drüben ist noch eine. Normalerweise sind Zimmer 3 hier. Es wird auch hier sein. Wir können hier einfach aufhüpfen. Was? 5 steht da? 5, also es ist, wo soll ich denn 5 herkriegen? Ich muss wohl noch ein bisschen schlafen gehen. Und dass das dann wieder nachwächst. Sind nachgewachsen. Fantastisch. Und können sie kriegt, wenn du hoch. Perfekt. Ich hoffe, ihr mögt sie. Ihr seid nicht sehr gesprächig, oder? New now, ich mache mir Sorgen. Ich habe ein Licht mitten auf dem See gesehen. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Und vielleicht ist es nichts Gutes. Ich hoffe, ihr haltet von hier oben Wache. Wenn ihr etwas seht, dann wisst ihr, was zu tun ist. Aber jetzt sollte ich das Feuer machen. So schon lange nicht mehr angezündet. Haben wir keine Fackel? Okay, müssen neue Fackel machen. Und einen Orangenmund im Aufplatzen. Müssen die Pflanzen gießen. Was wollten wir jetzt machen? Ich bin sehr vergesslich. Feuer. Eine Fackel brauchen wir dafür. Okay.
Fackel, Fackel, Fackel. Wie war das nochmal? So, hier noch. Jo. Fackel. Ah, da war die Fackel. Fertig. Bestimmt könnt ihr jetzt alle das besser erkennen. Es ist lange her, dass ich die Flamme entzündet habe. Feuer haben wir gelernt. Wenn wir jetzt Feuer machen, dann tun wir das. Erstmal ernten. Nehmen noch vier. So, hier mal sehen. Fisch können wir machen. Früher war ich hier dabei bauen. Zwei Kohle müssen wir besorgen. Irgendwoher. Keine Ahnung, wo wir Kohle hier herbekommen. Bestimmt später irgendwann. Das ist schon wieder dieses Licht. Es scheint es näher zu sein. Ich werde es mir anschauen. Lichtlein, Lichtlein, komm, bitte, ich will dir helfen. Du hast dich bestimmt verirrt, sonst kommt niemand so nah an die Insel. Lichtlein,
Puh, was für ein launisches Licht. Ja, ich gehe besser schlafen. Oha. Steht's doch. Hallöchen. Hallo, bist du das Lichtlein von gestern? Hast du dich verirrt? Na, apropos, stimmt, so hieß das. Vielleicht verstehst du mich nicht. Bist du ganz alleine? Hast du Hunger? Natürlich. Keine Sorge, ich bringe deinen köstlichen Saft. Bitte verhungere nicht. Bin gleich wieder zurück. Orangensaft. Ich glaube, davon haben wir noch keinen. Haben wir denn genug Orangen? Könnte knapp werden. Nur ein bisschen die Veranda gießen. Seit wann kommt denn Orangen in Saft Karotten rein? Okay, drei Orangen brauchen wir. Mit noch einem Weg. Orangen. Malz. Nummer 2 und Nummer 3 müssen wir vielleicht noch eine Nacht schlafen. Oder auch nicht. Orangensaft. So, willkommen. Na toll. Sama. Hier. Ich hoffe, er ist nicht zu sauer. Er hatte mein paar Zuckerwürfel hineingeworfen, aber ich habe leider keine mehr. Brauchst du noch etwas? Kannst du sprechen? Na komm, versuch's mal. Sag Koa. Ich bin Koa. Vielleicht verstehst du mich nicht. Verstehst mich, das ist toll. Wir müssen einen Weg finden zu kommunizieren. Ich hab's, du könntest etwas malen. Weißt du, wie man malt? Wenn ja, welche genau? Irgendwo auf der Insel müssten eine Wachsmalstifte sein. Vielleicht sind sie in Jajas Truhe. Ich weiß, dass ich nicht darum herumgehen soll. Andererseits ist das hier ein Notfall. Aber Apropos hat den Schlüssel, als ob.
nicht ausgetrocknet. Oh Schreck. Wo sind viele Bilder, die ich gemalt habe und all das Zeugs? Hier ist ein paar von Gaias alten Notizen. Er hat sie eine Adresse und den Namen aufgeschrieben. Saimi, Leuchtturm von Quedis. Ich habe den Namen noch nie gehört. Hier sind noch mehr Namen, aber sie wurden durchgestrichen. Pah, egal. Mal sehen. Ah, hier sind die Wachsmalstifte. Jetzt muss ich noch eine Tafel anfertigen, auf der man malen kann. Vielleicht aus einer Holzplanke. Brett. Das schneiden wir mal zu. Na komm. Das ist etwas nervtötend. Hier. Okay, jetzt haben wir alles beisammen. Okay, jetzt sind wir alles beisammen. Das ist ja schon gewesen. Toll. Lass mich nachdenken. Ich habe so viele Fragen, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Okay, machst du Schokolade? Okay, das ist gut. Hast du dich verirrt? Oh, wie traurig. Weißt du, wie du wieder zurück nach Hause kommst? Das bedeutet, du weißt es, aber rennst nicht zurück. Oh nein, das tut mir leid. Warum kannst du nicht zurück? Hat jemand wehgetan? Bin mir sicher, dass wir eine Lösung finden können. Oder du kannst auch hier bei mir bleiben. Ich habe keine Schokolade. Aber ich habe so viel Orangensaft, wie du willst. Oh, möchtest du nicht bleiben? Was möchtest du dann machen? Schiff. Ich kann dich nicht aufs Boot mitnehmen. Es fährt nicht mehr. Ich kann diese Insel nicht verlassen. Das Boot könnte ich reparieren, aber es gibt keinen Treibstoff. Du könntest ausgetrocknet. Du könntest etwas wegen der Quelle tun? Dann lass uns zur Quelle gehen. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Natürlich. Dein Name ist Napopo. Das hat so aus dem Zeichen gedeutet. Okay. Okay, geh zur Quelle. Ich hole den Tank. Er sollte auf dem Boot sein. Wir haben ihr einen grünen und einen blauen Wachsmalstift gegeben. Daraus hat sie sich selbst gemalt. Macht total Sinn. Ding ist orange, aber was soll es? Oder pink. Tank und Farben. Und Juni. Dann nahmen wir mal den Tank auf. Oha. Eine bessere Hacke. Tank aufgefüllt. Oh toll, das war hübsch. Apropos, wer bist du? Sind die Kristalle verschwunden? Das fällt mir gerade auf. Familie.
Monster. Oh, das tut mir so leid. Das bedeutet, dass ein paar Leute deiner Familie wehgetan haben. Und werden sie finden, dann können sie was erleben. Ich will das Boot reparieren und dann suchen wir sie. Fertige zuerst neue Ruder an. Flicke dann die Löcher und dekoriere dann zum Schluss das Deck. Apropos, was denkst du? Lass uns Holz besorgen. Rote Ruder. Reparier Hartgussboot. Was bauen wir dafür? Metall haben wir schon. Ruder und Holz. So gut, da werden allerdings wahrscheinlich auch was Holz hergestellt. Daher mal schon. Da brauchen wir ein Brett für. Und wahrscheinlich zwei. Zwei Ruder und dann brauchen wir wieder Holz. Mehr Holz. Hey, mit dem Ruder. Okay, jetzt brauchen wir noch 6 Holz. Holz. So, 2. Mal hier noch was Neues. Nein, kann man nicht. Dann bauen wir mal das Boot. Zwei Hammerschläge und fertig. Alles ist bereit zur Abfahrt. Apropos, bist du bereit? Aber erst muss ich nachschauen, ob ich Ackerfelder gegossen habe. Die Muscheln am westlichen Strand aufsammeln. Ich glaube, ich sollte auch neue Bäume pflanzen. Bin nicht sicher, ob Miau und Nau gegessen haben. Und ich muss nachschauen, ob jede Seemöwe es auch bequem, wenn sie ein Nest hat. Stimmt etwas nicht? Sie braucht viel Zuwendung. Was, wenn ich weggehe und mir etwas zustößt? Ich weiß nicht, Narko. Ich fürchte mich ein bisschen. Ich weiß, ich bin mit dir unterwegs. Aber kennst du den Ort, zu dem wir fahren? Prelis? Ich weiß nicht, wer diese Saini ist, der Jaga geschrieben hat. Jaja geschrieben hat. Was werden wir uns da draußen tun? Ich glaube nicht, dass mich Jaja hat, wenn sie gehen lassen.
Okay. Zeig mir, in welche Richtung wir müssen. Ich werde deine Anweisung folgen. Aber ab und zu müssen wir zu meiner Insel zurückfahren und nach dem Rechten sehen. Jetzt müssen wir noch einen Kai bauen. Bretter, die wird bedeuten. Echt, bitte warum denn? Große Güte. In Brettbäumen brauchen wir 2 Holz. Ach du Scheiße, ja. Wir holzen die ganze Insel ab. Direkt vom Haus. Dann mal nochmal schlafen gehen. Ich habe ein bisschen Hunger. Dann müssen wir mal hier. Sakura hat Hunger. Und dahin 20 Karotten. Okay. Wie viele Bretter haben wir jetzt schon? 4. Das ist 5. Sieben. Und 8. Und 8 Hölzer und die rechten Türen. Hier. Juhu. Ein paar Pilze mitnehmen. Na, wieder 2 Schläge gebraucht. Schon fertig. Na toll.
So, auf geht's. Ich würde mal sagen, bevor wir uns auf den großen Ozean bewegen, machen wir eine kurze Pause. Kurze Streampause, dann geht's gleich weiter. Bleibt dran, wird noch spannend. Und schön auf jeden Fall. Bis gleich. So, sorry. Hat ein bisschen noch gedauert. Ich muss noch die Idioten feuern, die diese Woche den Streamplan erstellt hat. Das, da müsste man schnell, muss noch jemanden feuern. Dafür, dass für diesen Streamplan heute jeden Tag die Woche streamen. Das ist, wer diesen Streamplan gefeuert hat, muss verrückt, wer den Plan geschrieben hat, muss verrückt sein. Na, ich fürchte, das bin ich selbst gewesen. So. Aber gut, Gamescom. Aber scheiß drauf, Gamescom ist nur einmal im Jahr. So ungefähr. Offene See. Dann wird das wohl friedlich sein. Ist denn nur ein Ort in Maran steckt. Napopo, du hast einen sehr guten Orientierungssinn. Das war ich selbst. Könntest du für immer mein Reiseführer sein? Du bist die Beste. Vielleicht können wir die Yayas dort drüben fragen. Erstmal einparken. Okay. Hallöchen. Wow. Ihr seid Yayas. Wovon redest du, Kind? Ich bin Nuhu und das ist Kaleb. Wir kennen keine Yaya. Doch ihr seid Yaya, sie sieht aus wie meine Oma. Meine Großmutter ist eine Credo. Was? Meine Großmutter ist Yaya Haku. Ich kenne keine Credo. Wir sind Credo. Bin ich eine Credo? Das ist eine gute Frage. Weißt du, vor einigen Jahren traf ich ein Mädchen, das so aussah wie du. So jung und stark. Sie schwamm sehr gerne. Sie schwamm durch zwei Meere. Sie schaffte es hinter dem Sturmgürtel, wo das Meer nicht mehr Mara heißt. Die Sache ist, dass die beiden Meere durch ein großes Korallenriff gebunden waren. Dann erzählt sich, dass dort die Tintenfische Credos lebten. Halb Credo, halb Tintenfisch. Sie hatten keine Beine, nur Tentakel. Hast dich verirrt? Ein bisschen. Sie ist Credos, oder? Suche nach einer Frau namens Salini. Ich glaube, sie lebt im Leuchtturm. Die Flut setzt ein und ihr Sog war schrecklich. Das Mädchen schaffte es nicht mehr aus dem Wasser. Dann spürte sie, wie etwas an ihrem Fuß zog. Ja, sie ist die Dame des Leuchtturms. Schließlich schaffte sie es an Land. Mit letzter Kraft. Aber sie hatte überhaupt überall auf ihrem Bein Abdrücke von Tentakeln. Und das Meer war ruhig. Wenn du also hier auf Kui geboren wurdest, bist du ein Kuido. Obwohl du nicht so aussiehst. Das ist gut zu wissen. Danke. Geh zum Leuchtturm und frage nach. Geh zum Leuchtturm und such nach Sagin. Okay. In den Namen habe ich nie etwas Gutes gehört. Okay. Eine Ruppe.
Zum Leuchtturm sollen wir jetzt. Guck mal, hier die Karte. Wir haben Karotten, sehr viele. Sekunde. Karte. Haben wir hier nicht. Das ist ein anderes Schiff. Ja, Verzeihung. Bitte nicht etwa krank in der Gamescom-Woche. Dann wollen wir mal hinauf zum Leuchtturm. Gut, Bomb. In diesem Licht sehe ich fantastisch aus. Nach rechts, nein, noch weiter nach rechts. Ich kann nicht glauben, dass sie mich sitzen gelassen hat. Wo ist mein Zimmerschlüssel? So was wir von ihr gefunden haben. Oh, Münzen. Wo kriegen wir noch Münzen her? Jetzt können wir zum Leuchtturm. Ich habe von diesen Dingen namens Schal gehört. Wünschte ich hätte einen. Ein Apfel. Einfach weil es geht. Einfach die so zu Treppen benutzen. Meine bessere Hacke. Oh je. Hey, hey. Ist Saimi hier? Wer bist du? Ich möchte mit Saimi sprechen. Wo sind deine Manieren? Beschäftige mich nicht, falls es nichts Wichtiges ist. Nun, das scheint so nicht zu funktionieren. Vielleicht sollte ich die Videos am Hafen fragen. Das ist Schmiede und die Werkstatt eher. Noch einen besseren Hammer. Okay. Okay, wir müssen unser Werkzeug verbessern lassen. Sobald wie möglich. Noch einen Apfel mitnehmen. Hallöchen. Einatmen, ausatmen, einatmen. Wir sollten uns eine andere Arbeit suchen. Ich hasse es, Lastwagen auszuladen. Der Park ist so ruhig, das gefällt mir nicht. Wann bin ich dran? Ich hoffe, werde ich ausprobieren. Guck mal. Da ist noch eine andere Schaukel daneben. Ah.
Zum Hafen soll man fragen. Oh, hallo. Du hast wirklich tolle Ohren. Danke, kleines Mädchen. Ich bin nicht klein. Ich verstehe. Du bist eine Abenteurerin, so wie ich. Ach, wirklich? Natürlich. Alle Abenteuer laufen barfuß umher, weil uns nichts aufhalten kann. Ich bin Kua, die Abenteurerin. Ich bin Unzu, Katzenkind und Abenteurer. Ein Katzenkind? Was ist eine Katze? So etwas wie ich. Aber etwas kleiner. Und was machst du hier? Ich reise um die Welt und sammle alle möglichen Informationen. Ich habe ein Tagebuch, das meine Vorfahren geschrieben haben. Und ich schaue nach, ob sich seitdem... Okay, da fehlt irgendwas. Toll, ich bin beeindruckt. Steht im Tagebuch auch etwas über mich? Nein, eine kleine menschliche Abenteuerin wird nirgendwo erwähnt. Was ist denn ein Mensch? Du weißt wirklich gar nichts, oder? Ich will dir alles beibringen, was du wissen willst. Komm, stell mir eine Frage. Egal worüber. Ich bin mir sicher, dass mein Tagebuch eine Antwort enthält. Okay. Ich muss mit der Dame im Leuchtturm reden. Lass mich nachschauen. Dame, Leuchtturm. Aha, eine einsame Dame, die in einem Leuchtturm wohnt. Mir steht, dass es nicht leicht ist, mit ihr zu reden. Legt viel Wert auf Manieren. Empfängt ungern Gesellschaft und liebt Karten. Ich muss mit ihr reden. Pass auf, wir machen Folgendes. Vielleicht liest sie gerne. Weißt du, falls ja, bin ich mir sicher, dass sie Romane liebt. Niemand kann einem guten Abenteuerbuch widerstehen. Ich bringe dir dieses Buch, vielleicht schaffst du es damit, sie davon zu überzeugen, mit dir zu reden. Wirklich, vielen lieben Dank. Gern geschehen. Von nun an bin ich dein Mentor für das Abenteuer. Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas brauche. Ah, ja. Habe ich den Charakter kennengelernt? Ein Plakat. Es wird spät. Können wir das hier schon machen? Oh ja. Na komm, hier. Was gibt's hier unten zu sehen? Und noch mehr Kristalle. Besseren Hammer. Eben mal was essen. So weiter geht's. Jetzt kommen wir von der anderen Seite. Dann jetzt zu allen Leuten auf der Insel, wenn du dich daneben benimmst. Ich habe ein Buch mit dabei. Auf den Geld. Okay, scheinbar nicht. Gehen wir erstmal aufs Schiff schlafen. Kinder spielen immer noch. Schon fast 21 Uhr, sollte mal
Ab nach Hause mit euch. Und Feuerwerk. Sieht aber unkomplett aus. Ich muss mich gesund ernähren, ich schaffe das. Einmal einsteigen. Im Boot schlafen. Ja, let's go. Ui. Hallo? Hey, der möchte nicht mehr reden. Ja, wie du, weil du mit solchen Manieren hier nicht weit kommen wirst. Ich traf einst einen Mann, der ein Butler war, lebte in einem riesigen Haus, kümmerte sich gut um seinen Herrn, auch wenn ich solche Dinge nicht gut heiße. Aber er fand einen Jum-Jum im Esszimmer des Hauses. Die Sache ist, er begann nicht zu schreien, sondern blieb ruhig. Er hatte sich einfach dran gemacht, die Situation zu lösen. Weißt du wie? Nein, ich auch nicht. Das ist sein Geheimnis. Er wollte es mir nicht verraten. Und was mache ich jetzt? Frag einfach, Kind. Okay, hey, weißt du irgendwas über eine Dame namens Salim? Es tut mir leid, wir sind Kaufleute. Wenn du uns nicht für einen Tausch anbietest, bieten kannst, du unsere Münder versiegelt. Naja, nicht komplett. Das stimmt. Ich traf einst nämlich ein paar am Ufer von Orestia, welches. Na gut, ich verstehe schon. Pass auf, ich brauche etwas Faden. Nimm ein paar Baumwollsamen. Verrate dir, wie man ihn herstellt, nachdem du die Baumwolle geerntet hast. Bring mir dann den Faden und wir können dir mehr verraten. Ich habe schon einen Samen. Skip. Also müssen wir anpflanzen gehen. Dann mal zurück zur Insel. Hoppla. Hoppla. Offene See. Oh, es gibt einen Shortcut zu einer Quinis. Das hätte ich beim Let's Play gebrauchen können. Heimatinsel. Das Hin- und Hergeschüppere. Das war echt manchmal nervig. Okay, Baumwolle müssen wir anpflanzen. Thank you.
ist immer ein bisschen mühsam, die anzupflanzen. Dann warten wir mal. Lass uns mal ein paar Tage verziehen. Sometimes gibt's Cheat. Ja, wir ernten. Sechs Fäden. Wie viel brauchen wir für die Quest? Ich glaube, zwei brauchen wir nur. Habe ich schon mal ein Seil hergestellt. Eingebaut. Hier ist er, du wirst auf den ganzen Inseln keinen besseren Fragen finden. Wir verstehen uns, Kind. Jetzt bist du auch für die große Enthüllung bereit. Bitte? Die Frau, nach der du suchst, ist im Leuchtturm. Das hat mir Kaleb schon gesagt. Tja, das war alles. Sonst kannst du mir nichts verraten. Nichts, das ist alles. Reicht das nicht? Aber hier, nimm das für deine Mühe. Danke, alter Mann. Wie nennst du ja alt? Mich. Kaleb ist nicht alt. Er ist ein erfahrener Pido. Und was nun? Kannst die Bewohner der Stadt über die Frau möchten befragen. Jetzt wissen sie, wie man dazu bringen kann, die Tür zu öffnen. Ins Wasser schubs. Den würde ich gerade jetzt gerne ins Wasser schubsen. Tja. Könnten sie doch mal versuchen. Bis zum Tag, am Tag rückzugehen.
Ja, mit der Restier können wir uns noch nicht leisten. Tja. Der Roman ist scheinbar nicht die richtige Sache. Tja, nun. Können wir hier irgendwo hin fahren? Die Krankheit geschlossen. Aber sie werden bald wieder gesund. Autsch. Hallo, ich bin Koa. Wer könntest du mir etwas behilflich sein? Also ich bin Brrram. Okay, es geht dir gut. Geht's dir gut? Nein, es ist nur Brrr. Ich glaube, ich habe es vermasselt. Was hast du vermasselt? Mein Onkel eröffnet demnächst ein Restaurant. Dafür brauchen wir Vorräte. Das habe ich auf dem Markt Mais bestellt, aber Brrr. Sie haben mir nur Maissamen gebracht. Das ist ein Desaster. Aus Maissamen werden doch auch aber Maiskolben. Ich verstehe das Problem nicht. Ja, das Problem ist, dass ich keinen Platz habe, um sie anzupflanzen. Wenn mir die Samen gibst, kann ich dir Mais bringen. Was wirklich? Natürlich. Das wäre fantastisch. Mein Onkel Taka ist wirklich nett, aber streng. Ich bin mir nicht sicher, wie er reagieren würde. Vielen Dank. Brr. Nicht zu danken. Brr. Ihm soll Mais bringen. Vielleicht hilft er uns ja irgendwie. Oh, Hundi. Na dann. Ja, und hin und hin und her. Manchmal ein bisschen nervig. Okay. Mais anpflanzen. Das sind zum Glück nur zwei. Ein ganzes Restaurant mit zwei Stück. Dann machen wir mal wieder Timeskip. Oha. Pilze. Ach, von mir aus. Um es abzukürzen. Gut.
So, dort hinten war der. Noch schade. Wenn ich auf dich hüpfen. Noch Brrr, ich habe Mais für dich. Vielen, vielen Dank, Brrr. Übrigens, was ich dich fragen wollte, kennst du die Dame, die in dem Leuchtturm wohnt? Ich muss mit dir reden. Oh, diese Dame meinst du? Naja, ich habe sie schon mal gesehen. Ich glaube, das war am Strand. Sie hat am Strand beim Leuchtturm Muscheln gesammelt. Wenn ich mich recht erinnere, sah sie sehr traurig aus. Vielleicht weiß sie es zu schätzen, wenn du ihr eine wirklich schöne Muschel bringst. Ist eine gute Idee. Und du sagst mir Bescheid, wenn dein Onkel sein Restaurant öffnet. Ah, gibt es noch so viel zu tun. Viel Glück. 4 Mais. Aha. Hier ist ein bisschen Müll. Wiederverwertungstunnel. Und nicht genug Geld. Okay. Aber was essen müssen wir. Wir haben noch Muscheln dabei. Reicht das aus oder müssen wir hier aktiv noch einen Strand suchen? Ja. Wir aufsammeln. Das ist bestimmt doch eine sehr schöne Muschel dabei. Versuchen wir es mal. Hallo, entschuldige die Störung. Lass mich in Ruhe, Kind. Mögen die Winde Maras mit dir wohlgesinnt sein. Was hast du gesagt? Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Wer hat dir das denn beigebracht? Niemand. Du weißt, dass man nicht lügen sollte, mein Kind. Okay. Der Mann vom Ufer hat es mir beigebracht. Ehrlich gesagt, ist er nicht sehr nett. Nein, das ist er nicht. Wer bist du? Können wir reden? Ich meine, könnte ich bitte mit dir sprechen? Warum? Ich habe eine Geschichte, die dich vielleicht interessiert. Ist das etwa eine dieser Abenteuergeschichten? Ich habe auch ein paar Muscheln. Ich hoffe, dass die hübsch sind. Das sind die hübschesten der ganzen Insel. Na gut, komm herein, aber ich kaufe nichts von dir. Die Muscheln sind sehr hübsch, mein Kind. Ja, meine Dame. Ich habe sie am Strand gefunden. Was möchtest du von mir? Nun ja, ich habe einen Brief in meinem Haus gefunden.
dem Brief stand der Name Saimi. Ach, wirklich? Interessant. Gehört dir dieser Brief? Er gehört zu meiner Großmutter. Ich kenne meine Großmutter nicht. Meine Großmutter heißt Haku. Haku? Aber es kann nicht sein. Es ist die Wahrheit. Aber du kannst nicht Hakus Enkelin sein. Doch, doch, das bin ich. Schau mal, wir haben die gleichen Augen. Lass mich den Brief sehen. Das ist Hakus Handschrift. Natürlich. Schau doch meine Augen an. Ja, ich erinnere mich an ihre Augen. Ich erinnere mich auch, dass sie die stärkste Person auf der ganzen Welt war. Und dass sie nicht gern lachte. Aber glaubst du mir denn nicht? Wo sind denn deine Manieren? Es tut mir leid. Kann ich dir vertrauen? Natürlich. Erstmal musst du mir beweisen, dass du Hakus Enkelin bist. Sie trug ihm eine besondere Blume bei sich, nur auf ihrer Insel wächst. Ja, wenn du bei ihr gelebt hast, dann weißt du, wo du sie findest. Da brauchst du wahrscheinlich eine neue Hacke. Bitte Karl um Hilfe, er hat einen kleinen Gemüsegarten im Hafen. Bring mir diese Blume. Ihr Wunsch ist mir Befehl, meine Dame. Aha, eine pinke Blume. Dann brechen wir sie wieder auf. Ein bisschen Müll mitnehmen. Die Stadt ein bisschen verschönern. Alle verwandt von dem Park. Okay. Der Laden hat noch nicht offen. Hallo Caleb. Ich brauche deine Hilfe. Aha. Ich habe gehört, dass du einen kleinen Gemüsegarten hast, dass du ihn gut pflegst. Könntest du mir vielleicht eine neue Hacke geben? Meine ist schon sehr alt. Nein. Na gut, dann halt nicht. Aber ich kann dir beibringen, wie man eine Hacke herstellt. Das wäre fantastisch. Vielleicht können wir einen Tausch eingehen. Ich brauche etwas Salat und ein paar Karotten. Ich könnte sie mir natürlich einfach kaufen, aber ich würde es vorziehen, das nicht zu tun. Vertraust du den Leuten auf dem Markt nicht? Nein. Ich nehme diese Samen. Verstehe. Das hin und her geht weiter. Da sind wir wieder zurück. Und pflanzen das nächste Zeug an. Wir sind hier wohl Gärtner für die ganze Stadt. Nee, Bretter. Nägel kann ich noch nicht, aber Bretter könnte ich schon. Na, praktisch, dass es regnet.
So, noch nicht reif. Aber jetzt nur kurz orange pflücken. Und dann kommt der nicht wieder mit einem Tipp, den wir schon kennen. Sie haben gerade eben extra für einen Baumwolle und Farben besorgt. Gibt immer viel zu viel Geld aus, um das Ganze zu beschleunigen. Hast du die Karotten und den Salat? Gutes Gemüse für einen guten Mann. Du redest zu viel. Meine Großmutter sagte immer, dass ich extravertiert wäre. Man ist extrovertiert. Nein, das klingt komisch. Danke für das Gemüse. Ich bin bereit. Ich bereite die Lieferung für. Metallhacke. Haben wir die jetzt schon oder sollen wir die nochmal? Sollen wir die nochmal bauen? Durch die müssen wir bauen. Na dann. So, hier mal ausstellen. Dann schauen wir uns mal, ob wir eine Hacke hinkriegen. Mit der Hacke, da brauchen wir 5 Holz. Kriegen wir hin. Metallhacke. Oha. Neue Felder. Ein besser Hacker. Sehr schön. Mehr Plätze zum Anbauen. Einen besseren Hammer, aha.
So. Ein bisschen Geld ausgeben. Mehr eine bessere Hacke. Mhm. Sind eine Blume besorgen oder nicht? Ich bin noch dumm. Dann bringen wir jetzt die Blume her. Ein paar Blümchen suchen. Bist du da am Schrein hinten? Wahrscheinlich. Das gehe ich ja. Gleich mehrere von mit. Ich habe schon auf der ganzen Insel nach den ganzen Steinen vom Tor gesucht. Ich konnte keiner. Fehlt dann einfach Text. Na, Popo. Was hast du denn? Hast du Hunger? Das, ich schätze, ich könnte dir etwas zu etwas Saft bringen. Ja, was Saft probiert, Saft probiert, Saft ist wirklich lecker. Saft für na, Popo. Jetzt geht's wieder hoch zur Lady. Wenn wir kein Geld haben, das ist kostenlos. Interessant. Okay, da kommt man gar nicht hoch. Und wir sollten mal wieder was essen. Sehr schön. Ja, fit. Die Blumen, ist das die Blume, die du wolltest? Oh ja, das ist eine von Harkos Blumen. Siehst du, ich bin ihre Enkelin. Bin zwar nicht überzeugt, dass du ihre Enkelin bist, aber du kanntest sie mit Sicherheit.
Was kann ich für dich tun, meine Kleine? Lass mich nachdenken. Ich habe meine Insel zuvor verlassen. Ich möchte ganz Mara bereisen. Und wirst eine Chaos brauchen. Es ist lange her, dass ich eine gezeichnet habe, aber ich kann es versuchen. Oh bitte, ich möchte jeden Winkel des Meeres erkunden. Du hast den gleichen Abenteuergeist wie in dir wie Haku. Nein, Jaya hat mich nie reisen lassen. Du warst jung und sie hat sich um dich gekümmert. Brauche etwas Papier und Tinte, um eine Karte anzufertigen. Ich habe nicht mehr genug. In dem großen Anwesen aus Marmor dort drüben wohnt ein Antiquar. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde mit ihm reden. Meine Quest. Ich will ein paar Blumen pflücken. An dem Anwesen hier. Und wer ist da? Ich bin Kua. Ich kenne keine Kua. Ich bin Aquila, ein adliger Elit. Wer schickt dich? Saimi, die Dame des Leuchtturms. Sie braucht etwas Papier. Perfekt, da bist du bei mir genau richtig. Aber alles hat seinen Preis, kleines Wesen. Hast du genug Geld? Bestimmt nicht. Haben wir das jetzt geschafft, oder? Hallo Kua. Hallo. Wie geht es mit deinem Tagebuch voran? Darüber wollte ich mit dir reden. Mit meinem Tagebuch ist der Mann in dem Anwesen ein zwielichtiger Bursche. Sei vorsichtig. Ja sicher, die Sache ist nur, ich brauche Papier. Es ist sehr teuer. Ich werde dir helfen. Wirklich? Natürlich. Bin dein Mentor. Hast du das vergessen? Ein guter Abenteurer sollte wissen, wie man sein eigenes Papier herstellt. Toll, und wirst du mir verraten, wie? Du musst diesen Baum anpflanzen und sein Harz ernten. Dann musst du nur das Rezept befolgen. Ich habe es schon vor Jahren in meinem Tagebuch aufgeschrieben. Fällt das Rezept auf, wie man Tinte herstellt? Nein. Ach, wie schade. Ich kenne jemanden, der dir dabei helfen kann. Und wer? Edigan, der Bankier. Oh, dieser Langweiler. Mit dem komme ich gar nicht so gut klar. Das ist verständlich. Ich bin mir sicher, dass du ihn für dich begeistern kannst. Großartig. Zuerst sollte ich das Papier herstellen. Die Tinte hole ich danach. Okay, also haben wir sie von ihm nicht bekommen. Na, dann machen wir mal Papier. Ein blaues Eichhörnchen. Welche Strandpromenade lang? Steht der Typ da noch unten? Oha. Und wo gerade geöffnet. Oder auch nicht. Ich sollte bessere Geburtstagsfeiern vorbereiten. Hier liegt Müll am Sand am Strand, das kann auch wirklich sein. Look, Ganon und Luna. Luna, you made it in the game, miau. My perfect kitties love to mommy blush.
Aha. Sachen, die niemand mag und... Das ist gar nicht unser Boot. So, irgendwas sollten wir machen, aber das machen wir auf der... Achso, ja, Papier machen. Das machen wir zu Hause. Bei der Heimatinsel. Oh, ist im Boden versunken. Gute Gitsch. Papier können wir gleich herstellen. Warum nur Tinte? Das muss mit Erdogan sprechen. Ich habe zwar keine Lust, aber die Bank ist nun mal der einzige Ort, an dem es Tintenfässer gibt. Muss aber Geld besorgen, glaube ich. Erstmal schlafen. Ein Geld habe ich natürlich nicht. So, der Bankier, wo hat der seinen Namen? Ich glaube, der Grün war das. Das könnte interessant werden. Herr Edgar, wie kann es nur sein, dass die ärmste Person der Insel immer zu mir kommt? Ich bin arm. Und meine Berechnung, ja. Ich brauche Tinte, um meine Karte zu zeichnen. Manieren. Bitte, Herr Erdogan, kannst du mir bitte Tinte geben, damit ich eine Karte zeichnen kann? Bitte? Nein. Ich habe ganz höflich gefragt. Na gut, ich gebe dir aber nichts kostenlos. Nur ein Vierertausch ist ein guter Tausch. Das weiß doch wirklich jeder. Glaub nicht, dass ein Tausch so funktioniert. Hör zu, wenn du mir einen Gefallen tust, gebe ich dir die Tinte in Ordnung. Ja, bitte rede mit den Frauen am Markt. Sie schulden mir Geld für ein paar Aufträge. Nichts, was du begreifen würdest. Frage sie einfach nach meinem Geld, das ist alles. Warum fragst du sie nicht selbst, Herr Edgar? Ich bin sehr beschäftigt. Verstehst du? Ich glaube ja. Glaube zu wissen, dass das nichts wird. Hallo, Entschuldigung. Hallo, mein Kind, was möchtest du? Herr Edgar hat mir erzählt, dass ihr ihm Geld schuldet. Was für ein Feigling, schickt einfach ein Kind für seine dubiosen Geschäfte. Sagt ihm, wir haben sein Geld nicht. Wenn er es will, soll er selbst herkommen. Er bringt Schande über alle Credos. Und was soll ich jetzt machen? Dazu wir kaufen und verkaufen. Bringt uns nun allgemein wenig. Je umfassender, desto besser. Mit dem Geld, das du durch deine Verkäufe an uns verdienst, wirst du unsere Schulden bezahlen. Bitte was? Aber verdien das Geld, kehre zur Bank und sei schön. Als ob wir jetzt deren Schulden abzahlen. Biete was. Okay, wir haben nichts, was wir nicht verkaufen können.
Das sind jetzt mal nur. Sagt man, was spielt keine Spielchen mit uns. Sagt bitte und danke. Ich danke dir. Und jetzt bringen das ihm das Kartenspiel. In Ordnung. Gegen ein bisschen Geld. Für 300 Geld bringe ich das denen gerne. Nur, ich habe hier etwas für dich. Zeig mir, was du hast. Das ist von den Marktfrauen, aber das. Sie sind so gemein. Stimmt etwas nicht? Es ist ein Kartenspiel. Sie machen sich über mich lustig. Was meinst du damit? Als Jungfer war ich ein wirklich guter Kartenspieler, verstehst du? Niemand war besser als ich. Bis diese Damen hier auf die Insel auftauchten. Verflucht sollen sie sein. Sie spielen wie die Teufel. Sie haben mich komplett ausgenommen. Und sie machen sich bei jeder Gelegenheit darüber lustig. Ich verstehe, wir sollten es ihnen heimzahlen. Sie werden schon sehen. Hier, warum gibst du mir ein Ei? Halte dich einfach an das Rezept, das ich dir gleich gebe. Sie werden ihr blaues Wunder erleben. Pilzsuppe. Warte, jetzt müssen wir nochmal auf die Insel zurück. Pilzsuppe. Und krieg 300 Geld her. Irgendwo müssen wir den Tank auffüllen, aber der ist noch nicht mal ansatzweise leer. Ich kann an der Insel vorbeisegeln. Dann sehen wir die Insel mal von der Seite aus. Was würde ich hier Pilzsuppe machen? Okay. Zwei von den Pilzen. So, wollen wir mal, wie sie herbekommen. Nicht diese Sorte Pilz. Schauen wir mal, ob wir die anderen auch hier bekommen. Ah ja, hier. Giftpilz. Zwei brauchen wir davon. Dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Oder schlaf mal eine Nacht. Lila Pilz. So, hier Pilze. Auf geht's.
Grillzuppe für die feinen Damen und Herren. Damen. Der Herr schickt die Pilze. Verschwinde, Kua. Mit jeder Sekunde, die du hier rumläufst, kriege ich Geld. Ah, sehr freundlich. Ich habe etwas Tolles zu essen für drei. Das ist Pilzsuppe. Geht. Kannst du es wagen, uns dieses Gericht zu bringen? Mu hat mir gesagt, der Alte hat wohl seinen Verstand verloren. Ich habe Angst. Du bringst dieses scheußliche Gericht vor von hier und bring das hier zu Mu. Ich bin mir sicher, er wird sich freuen. Für 300 Geld ja gerne. Nein, es reicht. Ich habe genug von den Spielchen. Ich bin euch in Mu. Ich mache hier nicht mehr mit dem Spielchen mit. Komm schon, tu nicht, worum ich dich gebeten habe. Und warum hast du mich gebeten? Deine Schulden einzutreiben. Nur was verkaufen. Können wir so das Geld abnutzen. Sehr schön. Ablauf ist mal ein bisschen, jetzt haben wir ja wieder für was verkauft, aber was soll es. Hallo meine Kleine, hast du mein Geld? Ja, aber es ist nicht das Geld, das dir die Frauen schulden. Wie? Hast du es nun oder nicht? Ja, aber es ist mein Geld. Dann, wenn ich es dir gebe, bekomme ich den Tante von dir. Die Frauen haben dir also kein Geld gegeben. Sie wollen es mir nicht geben. Sie sagen, du bist eine Schande und ein Feigling. Es mag sein, aber das heißt nicht, dass sie mir kein Geld mehr schulden. Bist du auch mit meinem Geld zufrieden? Ich weiß, das ging ja auch. Aber sei vorsichtig mit diesen Frauen. Aber sie sind sehr nett. Verglichen mit den mit anderen. Willst du damit sagen? Ich muss leider gehen. Aha. Dann gehen wir damit mal mit Tinte und Papier. Mal hinauf. Oh, du hast ja schon alles. Es war nicht leicht. Es tut mir leid, mein Kind. Ich traue mich nicht, mit den Leuten in der Stadt zu reden. Warum? Manchmal haben Kidos Angst, obwohl ihre Angst keinen Sinn ergibt. Angst hält uns davon ab, Dinge zu tun, die wir am liebsten mögen. Es gibt Tage, an denen es schon ein großer Erfolg ist, morgens aufzustehen. Das ist schon in Ordnung. Eines Tages werden wir bestimmt zusammen Muscheln sammeln. Das würde mir gefallen. Kannst du jetzt die Karte zeichnen? Natürlich. Aber es wird etwas dauern, bis ich fertig bin. Willst du mir in der Zwischenzeit einen Gefallen tun? Natürlich.
Es gibt ja ein frisches Katzenkind, das im Restaurant dieser Insel arbeitet. Das heißt Mario. Das spielt mir ständig Telefonstreiche. Wenn du dagegen etwas tun könntest, überlass das mir. Ich werde dir schon zeigen. Boah, vergiss bitte nicht deine guten Manieren. Ja, bitte und danke. Aha. Und dann gehen wir mal noch zum Marken und bestellen ein bisschen Senf und Ketchup. Tudums. Ja, manchmal finde ich meine eigenen Witze schlecht. Hallo, ich bin auf der Suche nach Marken. Warum? Und hat mich gebeten, mit ihr zu reden. Sie ist heute nicht hier. Bist du nicht Mario? Nein, Mario ist eine Pirate. Sie ist nicht hier. Ich dachte, sie wäre eine Kellnerin. Liegst du falsch? Beeil dich, Mario. Die Tische müssen gedeckt werden. Wie du wünschst, Chef. Bist also doch Mario. Es kommt darauf an, wer fragt. Saimi sagt, du sollst mit den Telefonstreichen aufhören. Ah, fällt mir ein gutes Streich ein, dass sie uns anrufen. Nein, danke. Mir ist einfach so langweilig. Wir haben kaum Gäste. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Werbung, um unser Restaurant bei den Welt bekannt zu machen. Kannst du mir dabei helfen? Was muss ich tun? Wir sollten ein Gericht zubereiten und als kostenloses Geschenk anbieten. Verteile viel Gerichte unter den Bewohnern von Pilis. Aber schöne sie nicht an Touristen. Das ist eine gute Idee. Und was für ein Gericht ist das? Das ist ein ankoranischer Salat. Und wo ist Ankora? Das ist der Planet, von dem mein Chef kommt. Er ist ein Ank. Wusstest du das? Ah, ich verstehe. Er hat zu viele Haare für ein Quido. Und zu viele Hörner für ein Katzenkind. Mhm. Salat an einem meiner heimische verteilen. Salat für dich. Ich habe etwas zu essen für dich dabei. Was du das denn hier aus dem Restaurant von dem großen Kerl mit Hörnern? Der Ank hat das gekocht? Nein, danke. Ah ja, das kam ja gut an. Du möchtest meinen Salat haben? Ich glaube, ich habe etwas in meinem Tagebuch aufgeschrieben. Ankoranischer Salat. Gut, nicht das richtige Wort. Das tut mir leid. Gut ist nicht das richtige Wort. Das ist nämlich ausgezeichnet. Ein Salat aus dem ankoranischen Restaurant. Ah, Avan ist zurück. Sehr gut, haben wir das geschafft. Hey, warum arbeitest du für Avan? Oh, du trashst du gerne. Tut mir leid. War nur ein Witz, mein Kind. Ich versuche, Geld zu sparen, um mir ein Piratenschiff zu kaufen. Ich werde eine hervorragende Kapitänin sein und durch ganz Mara segeln. Das klingt großartig. Da du schon mal hier bist, könntest du mir auch zur Hand gehen. Wie denn? Das andere Katzenkind hat etwas, das ich haben will. Ich habe es gesehen. Eine Piratenaugenklappe. Warum willst du denn eine Augenklappe haben? Alle Piraten haben eine Augenklappe. Das ist gut, ich frage ihn. Ja. Hallo, möchtest du einen Salat haben? Oh, ich glaube, ich habe etwas in meinem Tag, ein koranischer Salat oder so, blablabla. Das hatten wir aber schon. Und sie, na gut und so, was willst du? Hast du eine Piratenklappe?
Ich habe eine Augenklappe, aber das ist keine Augenklappe für Piraten. Das gehört zu meinem Vorfahren. Er hat ein gelähmtes Auge. Sicher, dass es keine Piratenaugenklappe ist? Ja, das bin ich. Und du weißt auch nichts über einen Piraten mit einer Augenklappe, stimmt's? Im Tagebuch kommt es des Öfteren der Name Grant Loon vor. Sein erster Mart war Eriti, eine Credo und berühmte Wettseglerin. Grant Loon zog eine Augenklappe. Das ist gut genug für mich. Aha. Direkt neben der Mülltonne. Fantastisch. Zu voll, das direkt in die Tonne zu werfen. Hey, wie ist's gelaufen? Du hast alles verteilt? Gute Arbeit. Arwan ist sehr glücklich. Worüber? Maya hat mich gebeten. Ich wollte wissen, was andere Leute über die Ankurischen nachdenken. Ein Senat auf der ganzen Insel verteilt. Das Mädchen hier mochte ihn auch sehr. Aber wirklich? Was ist eine großartige Idee, Mayo? Es kommen bestimmt mehr Gäste. Ja, sie mochte ihn. Das freut mich wirklich sehr. Danke, Mayo. Du hast mir sehr geholfen. Kein Problem, Chef. Komm wieder vorbei, wann immer du magst, Kind. Hey, tut mir leid, wir können gerade nicht helfen. Später wieder, aber ich war es, die dir jetzt geliefert hat. Bis bald. Ich hoffe, sie spielt sein wenigstens keine Streiche mehr. Aha, ich habe eine Augenklappe für dich. Sie würde gern zu nehmen. Was wirklich? Das ist unglaublich. Wie ist sie uns so denn in die Hände gefallen? Eriti hat sie ihm gegeben. Eriti? Berühmte Wettseglerin? Eine unglaubliche Geschichte. Ja, wirklich unglaublich. Das hier ist zwar nicht so wertvoll, aber ich hoffe, es ist genug, um mich bei dir zu revanchieren. Kirschen. Sehr schön. Okay, da kommen wir nicht hoch. Sehr schade. Na dann, ab nach oben, holen wir uns die Karte ab. Steil der Wind hochkratzen, finde ich sehr gut. Guck, wie schön dich zu sehen, die Telefonstreiche haben aufgehört. Die Karte ist fast fertig. Sehr gut, es fehlt nur noch ein kleines Detail. Ich benötige Pflanzenöl, um das Papier haltbar zu machen. Ich werde Bram fragen. Uff. Gut, aber das werden wir nicht mehr. Das werden wir nicht mehr machen. Nicht mehr in diesem Stream zumindest. Wird Zeit, dass wir zu einem Ende kommen. Sind weit genug gekommen. Gut. Das war Summer and Mara. Haben wir mal wieder angespielt. Ja. Mal die Credits gucken. Ich glaube, das habe ich damals. Damals habe ich das nicht zu Ende gekriegt, weil da gab es ein Game Breaking Bug. Nur da war es irgendwo. Weil ich während der Abschluss. Ich glaube, das war während. Während der Finale, also während ich auf dem Weg zum Finale war, habe ich noch auf der anderen Insel gehalten. Dadurch gab es dann diesen. Dadurch kam ich dann nicht mehr runter von der Insel irgendwie, weil da schon die Abschlusssequenz getriggert war und ich da aber noch auf der Insel war und dann. Das ist. Doch, ich kam von der Insel runter, ich konnte die Sequenz da nicht mehr. Ich konnte das Finale nicht mehr triggern. Ja. Aber sehr schönes Spiel, das ist wirklich da, empfehle ich sehr, könnte ich gerne selbst anschauen.
spielen. Hier, gerade für 1999 und für den Bundle mit gibt es auch noch hier Five Pirates of Mara oder so und der Fortsetzer, von der Five Pirates of Mara. Das ist jetzt in der Indie Arena mit drin. Ich mal gleich gucken. Ja, hier können wir dann nochmal nachgucken. Da werden wir dann genug die nächsten Tage dieser Woche zu tun haben. Gut, das läuft hier natürlich mal wieder nicht. Ich glaube ja, das war wieder. Das habe ich irgendwie gesehen. Ganz schnell durchgescrollt. Full of Pokébein haben wir schon durchgespielt. Schönes Spiel. Gamescom. Hey, cool, der Five Pirates of Mara. Das haben wir hier. In der Indie Arena. Ja. Wird interessant. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Um 19 Uhr, nicht um 18:30 Uhr, um 19 Uhr zu Gamescom Opening Night Live. Ja, für heute soll es das mal gewesen sein. Ich bin so gewarmt, dass mir so heiß hier ist da. Dass der Kopf nicht mehr richtig funktioniert. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter mit dem Reaction. Reaction-Stream. Na, mal schauen, wie scheiße ich in der Kamera aussehe. Wenn ich dann über den Abend hinweg immer mehr verschwitzt bin. Ja. Das war ja mal sehr schön, mal das mal wieder anzuspielen. Hat doch Spaß gemacht. Ja gut. Ich würde sagen, ab in die Endcard, dann ab in Raid. Dann schauen wir noch, wo ich euch noch hinwählen kann. Wer noch so live ist, wo ihr noch gleich weiter gucken könnt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Jo, ab in die Endcard. Jo, die Endcard ist ja auch sehr, die habe ich ja auch. Ich habe extra für die Gamescom hier neue Layouts gemacht. Während der Gamescom noch jemand ein bisschen anderes Layout. Nach der Gamescom habt ihr wieder keine Sorge, da habt ihr wieder das alte Layout zurück. In dem schönen Abendhintergrund. Jo, dann schauen wir mal, wo ich euch noch so hinreden kann. Mache ich noch ein bisschen Musik im Hintergrund an. So, na dann. Wenn euch auch auf die Gamescom freut, schaltet morgen wieder ein und die nächsten Tage. Da geht's dann ordentlich weiter. Mit viel coolem Programm. Gut, na dann. Schauen wir mal, wo wir heute noch hinwägen.
Hat den dann nach Gamescom geguckt. Ja, Gamescom hat ja auch einen Kanal, da werden wir morgen die Opening Night gucken. Vielleicht zu jemandem reden, der gerade Saman Mara gespielt hat. Jetzt spielt das noch gerade jemand. Nö, wieder mal nur meine Wenigkeit. Ich würde mal sagen, dann rede ich euch mal rüber zu Blondie, da kann man immer rüber reden. Die spielt gerade tatsächlich nicht Minecraft, sondern SpongeBob Battle in Bikini Bottom. Das ist doch auch mal cool. Blondie 0815. So 0815 ist die gar nicht. Gut, kommt damit rüber in den Raid und schaltet morgen wieder ein, unbedingt zum Reaction Stream. Die Gamescom Opening Night Live. Da geht's morgen Abend wirklich los. Eröffnet die Gamescom. Ja, schauen uns die Show. Ich gemeinsam mit Morty. Live an und reacten drauf. Ja, das wird super. Ja, würde ich sagen, bis morgen. Ich bin raus für heute. Happy Gamescom. Yay. Ja, Roterinne. Bis dann und ciao.